Zweck? Ein Zauber, um Leute fernzuhalten, vielleicht. Das erklärt, warum sich die Bergleute von ihr ferngehalten haben. Gerade? Schön, dann sagt ihr nichts. Egal, welche Magie hier schlummert, ihr habt sie an. Aber offenbar sind wir unfassbar. Wenn das keine Falle war, was war es dann? Die Belohnung für die Vollendung eines Rituals vielleicht?
für eine solche Kreatur aufzuscheuchen, war es wert. Seid jetzt also frei und so. Es ist bestimmt schön, diese Ben-Arschratten los zu sein. Ihr meint, aus meinem Volk verbannt und zum Telverschoth erklärt zu werden? Ja, ich sollte einen Kuchen backen. Ihr trinkt gerne, ihr singt gerne und ihr bringt gerne Becken zum Einsturz. Ihr hattet sie bereits verlassen. Das Kuhn hält unser wildes Wesen im Zaum. Was, wenn ich jetzt ohne es die Kontrolle verliere? Die Leier kenne ich. Keine Sorge, wenn ihr anfangt zu knurren, trete ich euch in den Arsch. Danke. Yeah!
ist es. Von hier aus befehligt Samson seine Truppen. Ich kann ihn nirgendwo sehen oder hören. Ich auch nicht. Beim Erbauer, bitte sagt mir, dass er nicht geflohen ist. Nahezu alles hier wurde bereits vernichtet. Samson muss seinen Templern befohlen haben, sein Hauptquartier zu zerstören, damit wir hier nichts mehr vorfinden. Oh, dieser Arsch. Er hat seine Spielzeuge zerstört und ist abgehauen. Hallo, Inquisitor. Ihr kennt mich? Das ist Maddox, Samsons Besänftigter. Irgendetwas stimmt nicht. Ich werde nach den Heilern schicken lassen. Das wäre vergeudete Zeit, Hauptmann Cullen. Ich habe meinen gesamten Bestand an Verderbniskappenessenz getrunken. Es wird nicht mehr lange dauern. Wir wollten euch nur ein paar Fragen stellen, Maddox. Ja, und genau das konnte ich nicht zulassen. Ich habe das Lager niedergebrannt. Wir alle waren uns einig, dass es das Beste ist. Unser Tod gab Samson genug Zeit, um zu entkommen. Ihr alle habt euer Leben weggeworfen? Für Samson? Warum? Samson rettete mich, noch bevor er mich brauchte. Er gab meinem Leben wieder einen Sinn. Ich wollte helfen.
Wir sollten das Lager durchsuchen. Vielleicht hat Maddox ja irgendetwas übersehen. Hier ist bestimmt irgendwas. Ein trostloser Ort, um zu sterben. Und vermutlich war es unter Samsons Kommando auch kein sonderlich schöner Ort, um dort zu leben. Wir können Maddox nicht hier lassen. Er sollte anständig beigesetzt werden. Ich sorge dafür, dass sich jemand darum kümmert. Wenn sogar Samson nur das Beste für Maddox wollte, sollten wir nicht dahinter zurückstehen. Ich werde mich hier weiter umsehen. Lyriumfläschchen. Ausgeleckt bis auf den letzten. Wenn man anfängt, die Flaschen auszulecken, wird es höchste Zeit, mal über sein Leben nachzudenken. Wie viel rotes Lyrium nimmt Samson eigentlich? Seine Resistenz dagegen muss unglaublich sein. Das hier muss Maddox Raum gewesen sein. Diese Dinger konnte das Feuer nicht vollständig zerstören. Was auch immer das ist. Ich habe ähnliche Werkzeuge schon gesehen. Sie kamen bei Schmiedearbeiten mit Lyrium zum Einsatz. Allerdings waren sie bei weitem nicht so hochwertig. Besänftigte entwerfen oft ihre eigenen Werkzeuge. Dagna sollte damit etwas anfangen können. Wenn Maddox sie verwendet hat, um Samsons Rüstung herzustellen, könnte sie sie vielleicht nutzen, um die Rüstung zu zerstören. Wir haben ihn. Die Vorkommen an rotem Lyrium wurden zerstört und wir haben den roten Templern erhebliche Verluste zugefügt. Es ist ein Jammer, dass Maddox dachte, sein Opfer wäre die einzige Lösung. Aber so bleibt Samson jetzt nur noch eine deutlich geschwächte Armee und eine verzauberte Rüstung, die er nicht instandhalten kann. Ihr habt es geschafft. Wir haben beide dafür gekämpft, es möglich zu machen. Also spielt euren Anteil daran nicht herunter. Nun, ich danke euch. Aber meine Arbeit ist noch nicht getan. Es treffen stündlich neue Rekruten ein. Und unter ihnen sind mehr als nur ein paar ehemalige Templer. Wir haben unseren Feinden einen Schlag versetzt und den Leuten Hoffnung gegeben. Das ist ein wahrer Sieg. Ich bin fertig, Inquisitor. Oh, unterhaltet ihr euch gerade? Tut mir leid, aber nehmt sie trotzdem. Ihr meint diese Rune? Das ist nicht einfach nur irgendeine Rune. Ich habe sie mit rotem Lyrium und den restlichen Werkzeugen des armen Maddox angefertigt. Die Rune wirkt auf die Medianrisse des Lyriums ein, um... Sie wird Samsons Rüstung zerstören. Er wird machtlos sein. Wir werden Korypheus seines mächtigsten Generals berauben. Maddox hat Samsons Spuren sorgfältig verwischt. Aber wohin er auch geflohen ist, wir werden ihn finden. Eure Armee steht bereit, Inquisitor. Für den Kampf gegen Samson, gegen Korypheus, gegen was auch immer ihr befehlt.